Ich habe gerade irgendwie gedacht, ich hätte was gesehen. Jo. Gridania. Der Brief könnte ruhig langsam mal ankommen. Ich will meinen Mount doch noch zeigen. Oh. Wie viel brauche ich für 2000? Naja. Oder muss ich mich einmal komplett ausloggen dann und dann wieder einloggen? Das sieht komisch aus. Ah. Warte, jetzt verladen. Du willst ein Vogel, sagst du? Dann muss ich erstmal deine Schokobo-Lizenz der Bruderschaft sehen. Ja, soweit scheint alles in Ordnung zu sein. Einen Moment bitte, ich bin sofort mit deinem Schokobo zurück. Und hier ist er. Der Junge war schon die ganze Zeit extrem gut aufgelegt. Er muss gespürt haben, dass seine Meisterin auf dem Weg ist. Nun denn, um das Ganze von mir abzuschließen, solltest du deinem treuen Begleiter einen Namen geben. No. Ich weiß schon einen. Wo ist er? Da. Hihi, ich glaube, ihm gefällt dein Name. Hier ist deine persönliche Schokobo-Pfeife. Einfach reinpusten und dein gefiederter Freund wird dir zur Seite eilen. Aber sei nachsichtig mit ihm, wenn er sich nicht in überfüllten Städten oder monsterverseuchten Höhlen blicken lässt. Schokobos sind zwar recht beherzte Kreaturen, aber auch sie kennen ihre Grenzen. Und zu guter Letzt überreiche ich dir deinen gesetzlich vorgeschriebenen Schokobo-Führerschein. Ich dachte, er wird Heuschnupfen. Nein. Damit wären die Formalitäten abgeschlossen. Ich wünsche dir und deinem Schokobo viele erlebnisreiche Jahre zusammen. Juhu! Stufe 45! Ach je. Jetzt kriege ich dann hier direkt noch Staatstaler. Es ist gut, dass wir in Halatali drin sind. Das Staatstalerchen. Ach ja, schön. Ich freue mich schon, wenn ich in den höheren Innis bin. Wird auf jeden Fall interessant. Vor allem alle Klassen hochzuziehen. Nur noch 500 bis Ziel. Und dein Ziel ist VIP für immer? Musst du dir auf jeden Fall ranhalten. Ein Platz ist noch frei. In letzter Zeit haben das nämlich sehr, sehr viele Leute eingelöst. Yay! Mehr Dinge von der Bruderschaft. markiere A, was macht der Random? Steht nicht bei A. Jo. Da liegt's. Ich frage mich, wo der andere Weitläufer bleibt. Der andere Weitläufer hat keine Lust mehr. Und da. Videosequenz. Ah, okay. Andere Weitläufer weiß auch nicht, dass er die Hexagone angreifen muss. Der greift halt straight den Boss an. Jetzt. Naja. Ist die Notenrolle drin? Ist die Notenrolle drin? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Yay, Level 42. Moment, wo uns da wieder knallen. Ja, 2 Level. 2 Level hat's gebracht. Boah, ich muss bald die Klasse wechseln. Eieieiei. Willst du gehen, Geist, auch noch mit? PvP muss ich gleich erstmal freischalten. Da gehen nämlich auch viel auch noch rein. Level 42 sind immer noch bei die. Ja, ist nun mal so. Ich komme bei einem mit, das ist gut. So, jetzt muss ich einmal kurz was nachgucken. Geht mir halt gerade alles immer um die Staatstaler. Bitte kein Kommentar. Die ist Pause of Doom. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Was denn? Okay, jetzt klingt eigentlich ganz cool. Bleib dabei. Wenn du 3 Unterschriften gesammelt hast, ja. 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 Ja, ich brauche erstmal 3 Unterschriften, aber ja. Oh, hi. Das Schlimmste ist einfach, dass ich eine bekomme von meinem Lala. Ja. Das Schlimmste ist, ich müsste eigentlich... Es würde gehen, wenn ich meinen Account an der Playstation reaktiviere, mir 2 Schars ausstelle und die darauf packe. Warum kann ich nicht schlafen? Kann das sein, dass das wegen der neuen Wohnung sein? Kann wegen so viel sein. Wenn der viel in den Kopf geht, kann man schlecht schlafen zumindest. Es ist halt mies, dass ich... Oh, mein Brief ist da. Es ist halt mies, dass ich meine eigenen Schars nicht reinpacken kann. Es ist schlau gemacht, aber es ist mies. Das ist verdammt mies. Ich brauche nur noch 2 Unterschriften dann. 2. Wenn man nur überglücklich ist. Das kann natürlich auch sein. Eigentlich wollte ich nur eine Serie gucken. Ja. Dann geh doch ins Bett. Würdest du von mir nicht kommen? Ja. Ich mach das morgen einfach. Ich reaktiviere morgen einfach mein Konto. Mach dann 2 Fürzetchen. Verschaß. Weil es geht halt um die Punkte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Winterbonus. Ich kann ja leider nicht so viel machen. Und PvP mache ich, wie gesagt, dann noch. Aber PvP muss ich gleich erstmal freischalten. Wenn ich morgen meine Schwester frage, ich dir sofort. No. Lieb. War so eine Zeit, wo man länger für diesen Kampf gebraucht hat. Das hier war jetzt gerade nur für die Staatstaler. Wie viele Staatstaler habe ich bekommen? 1522. No. 2 mal West. Ist doch gut. Ist doch gut. So, das muss ich einmal... Achso, da geht es ja noch nicht hin. Ach, das geht auch noch nicht. Okay, ich muss einmal nach untere Decks. Einmal unter Decks. 1215 jetzt schon. Oh, bei dem Schall muss ich ja halt ganz von vorne anfangen. Das ist ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. 38? Vielleicht weniger? Ich gehe jetzt FF jetzt auf. Mach das. Mach das. Ja, wie gesagt, das Mittagrede, das mache ich dann morgen. Ich brauche hier eigentlich nur meine, wie gesagt, einen Schal. Danke, Kitty. Will ich haben. Ich brauche hier eigentlich nur meinen Account irgendwie reaktivieren und dann mir 3 Schals erstellt. Oder 2. Dann passt das. Wieso denn 55? Was willst du denn alles holen? Huch. Unterblau hier. Ah, okay. Ah, wegen Endwalker. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Aber guck mal! Das habe ich mir übrigens gekauft. Ist, ich brauche hier etwas zum Einschlafen. Einfach schreiben. Alles gut, Kitty. Guck mal. Den habe ich mir gekauft. Ist der nicht cute? Ich war da gerade auf Reaktion. Jo, knuffig, ja, ne? Ich finde es so süß. Ich sterbe gerade von Niedlichkeit. Immer raus, Nachti. Alles gut. Schlaf schön, Kitty. Gute Nacht. So lange mache ich auch nicht mehr. Maximal eine Stunde noch. Und Dankeschön. Süß Getrippel. Das ist aber so cute. Okay. Habt ihr mal was geschickt? Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Du bist ja schon was die Polizei, wieso? Ja, einmal zur Wolfshöhle. Oh yeah. Hat abgeschenkt schon wieder das geantwortet. Ja, ich war schon. Also ich hatte die ganze Zeit Discord offen. Discord habe ich eigentlich immer offen. Ich kann zwar nicht immer direkt antworten, aber ich habe es meistens offen. Mein Name ist Großsturmbootsmann Berkoja. Ich bin der Ausbilder hier in der Wolfshöhle, der Drillmeister. Mir wurde gesagt, sie würden einen neuen Wolf in die Höhle schicken. Pah, ich sehe eher einen verlausten Straßenköter vor mir. Du hast nicht einmal Fangzähne, die man schleifen könnte. Aber ich will mal nicht so sein. Versuch dich zunächst mal an Kristallinen Konflikt. Es ist ein spezielles Trainingsprogramm für nutzlose Abenteurer, die keinen blassen Schimmer von Strategie haben. Es wird wohl nicht allzu lange dauern, bis du wimmernd den Schwanz einziehst und weinend zu deiner Mama rennst. Aber wenn du darauf bestehst, dich daran zu versuchen, melde dich einfach bei Gungi Zelungi. Du findest ihn draußen, wenn du den Mumm dazu hast. Und steh gefälligst gerade, du Made. Das ist kein Ort für Schwächlinge, hier weggetreten. Oh Gott, weiß ich nicht. Groß. Groß. Allein durch den Patch. Aber ich glaube, allein der Patch, den ich jetzt neulich runtergeladen habe, die zwei Dinger, waren 60 Gigabyte. Groß. Aber sicher bin ich mir nicht. Auf der Konsole spiele ich halt weniger. Ich glaube ja. Nagel mich aber bitte nicht drauf fest. Ich glaube ja. Du siehst aus, als wärst du auf einem Kampf aus Neuling. Nicht, dass ich dir das verübeln würde. Das geht den meisten so, die der Hauptmann meines Weges schickt. Du wärst gut beraten, ein wenig deiner aufgestauten Wut bei einer Runde Kristallenkonflikt zu entladen. Das ist das neueste und aufregendste taktische Training an vorderster Front. Du hältst mich womöglich für voreingenommen, da ich mir die Regeln selbst ausgedacht habe. Aber nichts könnte die Wahrheit ferner sein. Uns haben nämlich unzählige Anfragen erreicht, unsere Trainingseinheiten mehr strategisch Elemente hinzuzufügen. Da habe ich meine beträchtlichen Fähigkeiten lediglich dahingehend eingesetzt. Bei kristallinen Konflikten musst du die Kontrolle über eine äußerst wichtige Fracht behalten, die mitten einer hitzigen Schlacht zu einer festgelegten Zielort transportiert werden muss. Ich habe dafür spezielle Arenen voller magischer Mechanismen entworfen, um dich auf Trab zu halten. Sollte das deine Kampfeslust geschürt haben, würde ich dir raten, zunächst sämtliche Regeln zu lernen, damit du nicht umgehend pulverisiert wirst, sobald du einen Fuß auf das Schlachtfeld setzt. Doch keine Sorge, ich bin gerne bereit, sie dir jederzeit zu erklären. Okay, da muss ich dann was löschen. Aber wenn ich dadurch mit dieses spielen kann, ist das in Ordnung. Genau. No. Müsstest dann allerdings dein aktueller Scheiß ja noch auf Light. Ich spiele ja mittlerweile auf Chaos. Also auf Chaos und Phantom. Oder Phantom. Ich habe ja den kompletten Serverwechsel gemacht. Mit komplett neuen Schar und alles. Weil anders könntest du dann nämlich nicht, auch nicht in die Gilde rein.